Sie hat nichts mehr zu sagen. Gut. Bin ich echt mal gespannt, ob der mir wirklich überall hin folgt. So, Uhrwerkhallen. Am besten zum nördlichen Heldenmonument. Ich hoffe einfach mal nicht, dass er mir überall hin folgt. Doch, der folgt mir überall hin. Und eine sehr komische Cutscene, man sieht mein Zeug. Also mein Hut. Ihr Geister der Zerbiten, hört mich! Ich habe alle fünf Artefakte des blutenden Auges gefunden. Lasst mich ein! Tatsächlich. Ihr habt Ring, Stab, Robe, Schild und Helm. Doch war doch wirklich ihr es, die die Artefakte gefunden hat? Oder habt ihr sie von einem anderen erworben oder gestohlen? Ich schwöre, dass ich sie alle durch die Kraft meines eigenen Geistes erlangt habe. Dann seid ihr berechtigt, unser Vermächtnis anzutreten. So kommt denn also hinein in das Herz der Uhrwerkhallen, die innersten Kammern unserer Festung, wo unsere wertvollsten Schätze auf euch warten. Okay. Berichtet die Geister von Tuomis Betrug. Tuomi hat euch und die Geister der Zerbiten belogen. Sie versucht mit Lügen zu den größten Schätzen der Zerbiten zu erschleichen. Ihr solltet die Geister vor dieser Betrügerin warnen. Und ja, ich habe einen Irrfit. Die Frage ist nur, wie passe ich auf den auf? Ich will nicht, dass er stirbt. Portal zum Meisterspiel, okay. Hier sind jede Menge Kisten. Was wünscht ihr? Tuomi ist eine Betrügerin. Nicht sie hat die Artefakte des blutenden Auges gefunden, sondern ich. Ein schwerer Vorwurf. Habt ihr Beweise dafür? Nein, keine Beweise. Nur mein Wort. Einer von euch beiden muss lügen. Doch vielleicht sagt auch keiner von euch die Wahrheit. Folgt mir. Nun muss das Spiel der Meister entscheiden, wer von euch ein Anrecht auf das Vermächtnis der Zerbiten hat.
Okay. Spielt das Meisterspiel. Spielt das Meisterspiel und siegt, um die Wahrheit ihrer Worte zu beweisen. Seid ihr bereit, eure Geisteskraft zu beweisen? Wie lauten die Regeln dieses Duells? Ihr seht auf dem Feld 25 geschlossene Augen. Von Runde zu Runde werden sich immer mehr dieser Augen öffnen. In jeder Runde öffnen sich 5 Augen und ihr erhaltet 5 Spielfiguren. Auf jedes der geöffneten Augen müsst ihr eine Spielfigur platzieren. Das Licht zeigt, auf welches offene Auge die nächste Spielfigur zu stellen ist. Die Spielfiguren haben verschiedene Farben. Grün, gelb, rot, braun und weiß. Beim Platzieren müsst ihr beachten, dass niemals 2 Spielfiguren derselben Farbe in ein und derselben Reihe oder ein und derselben Spalte stehen dürfen. Derjenige Spieler, der diese Regel bricht oder aufgrund des Spielverlaufs nicht mehr erfüllen kann, hat das Spiel verloren. Das klingt nicht allzu schwierig. Generationen von Zerbiten schärften mit diesem Rätsel ihren Geist. Die Reihenfolge, in der sich die Augen öffnen, nennen wir Stellung. Es gibt hunderte davon. Jede von ihnen bietet eine neue Herausforderung. Ich werde die passende für euch heraussuchen. Okay, speichern wir hier erst einmal für den Fall, dass wir verlieren. Gut. Ich bin bereit. Volanden, prüft die Wahrheit eurer Worte und siegt. Gespielt wird die Stellung der Katze. Okay. Dann spielen wir erstmal die Grüne. Können wir erst einmal. Ich kapiere die Regeln noch nicht ganz. Okay. Jetzt darf sie.
Spielfiguren Goblins sein müssen. So, jetzt bin dann ich wohl wieder dran und muss meine 5 stellen. Gut, zeig mir das erste Licht. Da kann ich den grünen hinpacken. Ich muss da meinen Braun hinpacken, weil ich habe noch die 2 Felder. Das heißt, den Braun darf ich da nicht hinpacken. Mist, den Gelben darf ich da auch nicht hinpacken. Ich hätte da den Roten. Ah. Okay, ich habe mich total verkalkuliert. Wenn ich jetzt den Gelben auf die Spielfläche, dann habe ich verloren. Zwei Spielfiguren derselben Farbe in ein und derselben Spalte oder Reihe. Ihr habt verloren und seid als Lügner überführt. Tuomi ist die rechtmäßige Erbin unseres Vermächtnisses. Oh, ist einfach abgeschlossen. Hä? Agamun hat doch was zu sagen. Sollten wir uns dann nochmal angucken. Also ich glaube, das ist auch ein Spiel, was man nicht gewinnen kann, habe ich so das Gefühl. Weil ich glaube, es gibt auch gar keinen Weg hier rein. In die Schatzkammer. Ich wüsste nicht woher. Weil das war das einzige Fitzelige, was es noch zu erkunden gab. Oh, der folgt mir einfach. Wenn ich ihm keine anderen Befehle gebe. Naja, gut. Lassen wir das mit dem Zerbieten.